herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Dienstag. Ihr fragt euch, warum mit einem Vlog kommt statt aufgebraucht Video. Ja, das Problem war, ich konnte am Wochenende gar nicht filmen, weil ich so eine dicke Wange hatte und Schmerzen hatte und konnte mich auch nicht schminken. Deswegen mache ich jetzt einen spontanen Vlog für den Donnerstag, weil ihr ja schon am Montag nichts von mir gesehen habt. Ich wollte ja eigentlich auch am Montag filmen, dass ich ja wenigstens am Donnerstag geschafft hätte, aber nein, ich musste arbeiten. Und die nächsten zwei Tage habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit, hinzusetzen und schminken und dann lalalala machen. Deswegen, ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist, ich bin so ein Mensch, wenn ich was plane, klappt es nicht. Nie im Leben. Deswegen muss ich es spontan machen. Ich werde auf jeden Fall Wochenende abdrehen, weil ich nächste Woche Urlaub habe. Wenn ihr den am Montag schon ein aufgebraucht Video sehen wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Und den Vlog, wenn ihr den am Montag auch noch sehen wollt, einen neuen Vlog über das Wochenende, was wir so gemacht haben, lasst mich das auch gerne wissen. Da kommen nämlich an den Tag zwei Videos hoch. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Und ja, ich habe nächste Woche Urlaub mit meinem Mann. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ich nächste Woche vorhabe, ich hoffe, das klappt wenigstens, dass ich wenigstens eine Morgenroutine und eine Abendroutine abdrehen kann. Da kann er mir wenigstens mal helfen, weil zu zweit ist es doch schon besser. Ich hoffe, das wird einigermaßen gut gehen, weil ich mir vorstelle, weil die Männer, ich weiß nicht, wie die so sind. Weil meist, wo er manchmal gefilmt hat, mussten wir auch schon ein paar Mal Anlauf nehmen, weil er mal das filmt, was ich nicht so will. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr wisst, was ich meine, lasst mich das gerne mal wissen. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das nächste Woche abläuft. Ich habe vor, auf jeden Fall nächste Woche mehrere Videos vorzudrehen, dass ich für nächstes ein paar Wochen habe. Und ja, morgen werden die Fahrten gezogen. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ich habe ja vor 10 Jahren auch schon mal Fahrten ziehen lassen an meinem Bauch, weil ich ja blindarm rausgemacht worden ist. Und das hat auch wehgetan. Mal gucken, wie das ist morgen. Ja. Ich werde auf jeden Fall euch berichten. Jetzt werde ich mit Lena Hausaufgaben machen. Wir haben nämlich Nachmittag, Dienstagnachmittag. Es hat nur bis jetzt nur die Sonne geschienen, also der Herbst ist doch nicht so richtig da. Obwohl früh es eigentlich einigermaßen kalt ist, aber dann wird es wieder dann zu schnell warm. Man weiß eigentlich im Endeffekt nicht, was man da anziehen sollte. Auf Deutsch gesagt. Ja. Dann war ich im Rewe, habe nämlich Babyreinigungstücher nachgekauft, weil ich mich ja dann irgendwann mal schminken möchte für dem Video, wegen Abschminken und sowas. Ich war ganz erschrocken, weil ich im Rewe gekauft habe für 2,39 €. Felix, was machst du da? Komm her, mein Großer. Was schimpfen die rum? Felix schimpft rum. Hier. Du kleiner Pupsi, du hast gepupst. Da, er pupst immer rum, wenn er so aufgeregt ist. Und wenn er rumschnurrt. Da. Da ist der kleine Pupsi. Wir hätten den Pupsi nennen sollen. So, wo war ich denn stehen geblieben? Habe ich vergessen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann, ja. Was guckt ihr mich an, wenn ich mich schon drehe? Es ist noch keine Essenszeit. Laut meiner Uhr ist es gerade mal 16.35 Uhr. Ja, ich habe eine neue Uhr noch angeschafft von New Yorker. Aufgrund, weil ich von der Post einige Briefe dabei habe, wo ich die Uhrzeit aufschreiben muss. Und da ist es praktisch besser, wenn ich eine Uhr habe, andauernd mein Handy rauszuholen, auch gerade beim Regenwetter. Deswegen habe ich mir eine Uhr angeschafft und die Katzen, die betteln. Jule! Ja. Felix, Max. Ich habe mir dort die Hälfte gehabt.
Ihr Felix. Komm her, Jule. Die gucken jetzt zu beim Essen. Die betteln. Der Felix guckt alles von Max ab. Und da ist die kleine Jule. Die liegt auf dem Stuhl und versucht zu schlafen. Und da hängen auch noch zwei Mäuse dran. Einmal da und einmal da. Einmal ab. Fokus, ja. Eine Maus ist ab. Felix. Jetzt verbrauchst du ja Milch. Lass mich. Passiert schon nichts. Nee, aber guck mal, da liegt noch eine hinter dir. Da, guck. Woanders. Hier habe ich noch eine gefunden. Hier genau welche. Wo ist eine? Wo ist noch eine? Hier. So viel hab ich. Freust du dich? Ja. Die muss ich jetzt alle in einen Beutel tragen. Da sind wir wieder, wir haben heute Mittwoch, wir haben schon 17.40 Uhr. Draußen sieht auch relativ dunkel aus. Also, es sah schon den ganzen Tag schon so komisch aus. Ich dachte, da kommt was runter. Zieht sich hinaus. Da ist auch noch meine Wäsche. Da hinten wartet dann der Abwasch. Ich war heute beim Zahnarzt zur Kontrolle und vom Faden ziehen. Also, ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ich habe nur gemerkt, es hat zwar ein bisschen gesiebt, es hat kurz wehgetan, aber ansonsten war es auszuhalten. Und ich soll nochmal in einem halben Jahr nochmal hinkommen. Da wird Röntgenbild gemacht, gucken, wie der dann Knochen aussieht von innen drin. Das heißt, ich kann jetzt zu meinem normalen Zahnarzt gehen, wo ich immer war. Kann mir einen neuen Termin geben lassen. Dann kriege ich so eine Art Kostenvorschlag für die Krankenkasse wegen die Krone. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles klappt. Ich war noch beim Aldi, habe nur Cornflakes und Gemüse und Kohlrabi gekauft und Mozzarella und Bananensaft.
Ich kaufe in der Woche nicht so viel, weil wir in der Woche den Großeinkauf machen. Ich kaufe nur das, was noch fehlt. Ich war heute auch lange arbeiten. Ich war auch relativ spät zu Hause. Mal gucken, wie das morgen wird. Ich muss noch dreimal arbeiten, dann habe ich Urlaub. Ich freue mich schon. Die Katzen betteln auch schon, die haben auch schon Hunger. Max, komm her. Jo. Kommen wir alle beide angelaufen. Jule! Guck mal, ob Jule kommt. Jule! Da. Jetzt sind alle wieder hier. Jetzt ist nämlich gleich Abendbrotzeit für die Katzen. Weil ich fütter die früh um 5 Uhr. Und dann kriegen sie abends 18 Uhr Essen. Aber mir ist aufgefallen am Wochenende, wenn ich so spät füttere, weil wir am Wochenende halt ausschlafen, am Sonntag halb bis um 8 Uhr, halb 9 Uhr rum. Und das ist für die Katzen dann zu spät, weil zum Beispiel der Max, wenn er jetzt so schnell ist, dann kotzt er gleich, weil er nicht verdaut. Er hat wahrscheinlich Angst, dass er verhungert, deswegen halten wir ein bisschen die Zeiten ein und das hat auch gut geklappt bis jetzt. Geh, mein Großer! Ja, was schimpfen du hier? Felix schimpft rum. Jetzt hat Max rumgejaut. Komm her, Jule. Jo. Wir werden auch nicht mehr viel machen, werden ein Abendbrot machen. Lena hat ihre Kastanien schwarz gemalt. Warum auch immer. Oh, das ist schön zu der Farbe gefallen. Dann werden wir Abendbrot machen, wie gesagt. Und dann werde ich Lena baden, beziehungsweise duschen und so. Und dann darf die Lena bei mir 2 Tage bei mir schlafen. Warum 2 Tage? Weil Lena, wenn die lieb ist, darf sie einmal in der Woche bei mir schlafen. Und da ich ja letzte Woche die OP hatte, konnte sie nicht bei mir schlafen, weil ich ein bisschen Ruhe gebraucht habe. Da habe ich ihr versprochen, dass sie bei mir die Woche 2 Tage schlafen darf. Und das ist auch heute bis Freitag. Deswegen werde ich auch den Vlog jetzt auch beenden. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen nach oben. Wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal direkt unten runter auf den roten Button. Und wenn ihr am Montag 2 Videos sehen wollt, lasst mich das gerne bitte wissen. Ansonsten kommt das am Donnerstag ein Aufgebrauch-Video. Und Lena ist gerade im Kühlschrank. Ich hole gerade Actimel. Und Actimel. Und dann sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.